Musik für Sie. Musik für Sie. Das Olympia-Wunschkonzert aus Leipzig. Und hier ist Ihre Gastgeberin, Carmen Nebel. Toll. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, jetzt kann ich auch noch zu Ihnen zu Hause sagen, guten Abend, liebe Zuschauer, heute Abend aus Leipzig. Wenn ich mich hier so umschaue, dann sollten wir vielleicht den Spruch über den Freistaat Sachsen, in dem es heißt, dass da ja die bekannt schönen Mädchen wachsen, heute Abend vielleicht ausnahmsweise mal ein bisschen erweitern. Denn finden Sie nicht auch, die Mannsbilder sehen da auch ganz passabel aus, ha? Ich sag mal, kein Kunststück bei so viel Sport in der Stadt, bei so viel Tradition gestern, bei so viel Begeisterung heute, bei so vielen kühnen Visionen morgen und bei so viel Kultur. Einige halten ja die Leipziger für verrückt, die Olympischen Spiele 2012 hierher in die Stadt holen zu wollen, wir nicht. Deshalb heute Abend diese Show. Wir erwarten einige Fürsprecher für die Olympia-Bewerbung. Es gibt viel Sport, der kommt bei uns nicht zu kurz und die Musik für Sie, die sowieso nicht. Wir hätten auch gleich zu Beginn dieser Sendung einen Tipp, einen richtig guten, glaube ich, für die Eröffnungsveranstaltung 2012 hier in Leipzig. Er ist gebürtiger Leipziger und die Musik, der Sport war nach der Musik immer schon das Zweitschönste für ihn im Leben. Hier ist Frank Schöbel. Yeah.
alles überlebt. Wir sind ganz einfach nicht zu trennen, auch wenn wir uns schon ewig kennen. Du hast jeden Tag meine Liebe neu geweckt. Ich kann heute noch nicht schlafen, wenn du nachts nicht bei mir bist. Was kann es sein, wenn das Superstar steht da. Aha. Ja. Oh. Ja, ja. Danke. Frank, deine Begeisterung für den Fußball, also ich weiß das nicht erst, seitdem ich da gerade die Bälle gesehen habe und das Lied kenne, die ist ja wirklich allbekannt, ne? Ja. Dann nehme ich mal an, sind die ersten Fensterscheiben damals hier in Leipzig zu Bruch gegangen? Oder hast du gebolzt auf so speziellen Bolzplätzen? Ja, ich war im Rosenthal, haben wir mal gespielt, das ist schon richtig so. Aber Fenster ist eigentlich in der Tschaikowski-Straße zu Bruch gegangen. Ach. Meine Mutti ist dann gleich in die Versicherung eingetreten. Aber dann unnötig, dann ist nichts mehr passiert. Okay. Ja, du sag mal, es gibt einen alten Schlager oder einen etwas älteren Schlager, in dem heißt es, gib dem Glück eine Chance. Ja. Gibst du Leipzig eine? Ich hoffe das ganz stark. Man sieht, was hier von der Begeisterung ist. Kann mir vorstellen. Und ich bin Kind dieser Stadt. Und es wäre ja gerade Wahnsinn, wenn ich nicht darauf stehen würde, wenn das hier passieren würde. Ne? Ja, wenn ich nochmal dabei sein könnte. Mit Dauerkarte. Ja. Und ich habe da auch einen runden Geburtstag, aber mehr sage ich nicht. Ich bin dann aber noch schräg in der Luft. Das hoffe ich. Keine Angst. Das hoffe ich. Und ich denke, bei dem Bürgermeister, er kriegt das hin. Alles wird okay, gut. Drücken wir den Daumen. Vielen Dank, Frank Schöbel. Zuschauer, unsere Show heute Abend, die kommt aus dem Studio 3 der Media City in Leipzig. Und ganz gleich nebenan, da werden ganz andere Töne angeschlagen. Das kennen Sie alle, ne? Und hier ist der sympathische Chef der Sachsenklinik höchstpersönlich. Professor Simoni, wie geht's dem Team? Alles gut? Ja, wunderbar. Ich habe bis vor 2 Stunden hier drüben noch gedreht. Ach, weißen Kittel noch angehabt, ne? Nee, diesmal nicht. Ein Anzug. Grün? Ach so. Ein Anzug. Ein Anzug. Ja, und ja, das alles macht Spaß. Gut? Macht immer noch Spaß. Es ist eine wundervolle Serie. Ich denke, die 5 Millionen Zuschauer, die jeden Dienstag einschalten, sind ein Beweis dafür. Ja, und die ganzen Wiederholungen. Ich sehe das immer gerne so in den Wiederholungen. Nachmittags. Also sieben Sendeanstalten in Deutschland. Ja, ja. Ja, Patienten sind alle zufrieden mit dem Personal. Was will man mehr? Ja. Aber heute würde ich mal für den Moment jetzt das Herr Professor weglassen. Ja, bitte. Denn Dieter Bellmann, das wissen die Leipziger sowieso und für alle anderen nochmal, es ist ein ausgezeichneter Schauspieler hier aus der Stadt. Vielen Dank. Er hat eine tolle Stimme, ne? Begnadet. Sag nicht nur ich, sondern er ist bei Synchronarbeiten dolle gefragt. Und er hat eine andere, eine heimliche, kann man gar nicht sagen, eine sehr innige Liebe zur kleinen Kunst. Stimmt's? Ja, das ist richtig. Ich habe, nachdem ich 30 Jahre im Schauspielhaus gespielt habe, auch angefangen dann zu inszenieren. Hm? Erst mit Studenten der Theaterhochschule und dann später in den Kabaretts. Ich kenne noch eine heimliche Liebe von Ihnen. Noch eine? Oh, da wissen Sie mehr als ich, Carmen. Oh, mal sehen. Schauen Sie sich mal dieses Bild an. Sehen Sie den? Was das ist denn? Nicht nur ein nicht besonders attraktiver Mann. Sondern das ist ein Boxer, der nicht zurückhaut. Das ist gar kein Mann, oder? Naja, Gott, vielleicht schon. Eine Frau sieht niemals so aus. Das ist schon richtig, ein Mann, das ist schon richtig. Ein Kerl. Ja. Ja, ja. Also im
offiziellen Sprachgebrauch heißt das Ding nicht schlagender Boxroboter. Und das ist ein Trainingsgerät, das ist 1985 hier in Leipzig entwickelt worden. Und jetzt wissen Sie, worauf ich anspiele. Ja, ich habe so eine heimliche Liebe schon. Generell zum Sport, aber zum Boxen im Besonderen. Ich bin also bei allen großen Kämpfen, die hier in Leipzig, ob das Maske war, ob das Schulz war oder ob das Sven Ottke war, da gewesen. Das ist so meine Leidenschaft neben dem Fußball. Aha. Naja, und da sind wir schon jetzt 2006, ja, wo die Leipziger in den Genuss von, ich glaube, 4 oder 5 Spielen kommen werden. Die Auslosung wird auch stattfinden hier in Leipzig. Und ich wünsche dieser Stadt, dass sie diesen wunderbaren Menschen, die hier leben, gerecht wird, dass diese Olympische Spiele, ich drücke alle Daumen, nach Leipzig kommen. Danke vor allem unserem OBM und dem Burkhard Jung, dass sie so viel Kraft investieren. Ich denke, die Leute werden es danken. Kommt zu uns nach Leipzig. Wir sind eine offene, weltoffene, freundliche Stadt. Oberbürgermeister wird Ihnen, oder der Herr Jung, der wird Ihnen garantiert eine Karte fürs Boxen geben. Ich bin sicher, ja, ganz sicher. Ich hoffe es sehr. Bei uns haben Sie heute Musikwunsch frei. Ich Musikwunsch? Ja. Ach, ich mag so viele Musikrichtungen. Machen Sie doch mal einen Vorschlag, Carmen. Ja, also ich habe mir natürlich auch ein paar Gedanken gemacht, habe mir überlegt, also schöne Frauen sehen Sie bestimmt gerne. Gegen den einen oder anderen jungen Mann haben Sie auch nichts einzuwenden. Da haben wir uns gesagt, wir laden das deutsche Fernsehballett des MDR ein. Die Choreografie ist von Ofelia Vilarova und Sie kommen nicht drauf, was die tanzen. The ja. Boxer. Des MDR mit dem Solisten Mike Dambold. Ja, meine Damen und Herren, von ihm war schon die Rede. Er ist jung und er heißt Jung.
Burkhard Jung, der Mann, der Feuer und Flamme ist für die Leipziger Olympia-Idee. Wenn man ihn reden hört, dann könnte man denken, die Spiele 2012, die können nur hier in Leipzig stattfinden. Wo bitte sonst auf der Welt? Und wenn man ihn reden hört, dann muss man glauben, es wird höchste Zeit, die Eintrittskarten zu bestellen. Vorausgesetzt, Sie wollen bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2012 in Leipzig dabei sein. Übrigens mitten in der Stadt. Hier nämlich soll sie stattfinden. Gebt ja zu. Man braucht schon Fantasie, um sich das vorzustellen. An diesem großen Platz, wo Sie noch gar nichts sehen. Hier soll das Olympiastadion stehen und ich kann's sehen. Übrigens die beiden Star-Architekten Peter Kulke aus Dresden und Peter Eisenman aus New York auch. Moderne Sportanlagen, die auch dann noch genutzt werden können, wenn die olympische Flamme längst verloschen ist. Dazu kurze Wege, Wasser und Brücken. Das ist das Konzept. Wobei die Brücken auch als Symbol stehen. Leipzig, eine Stadt der Brücken, eine Brücke zwischen den Nationen. Auf diesem Platz soll sie sich treffen, die Jugend der Welt. Und nur einen Steinwurf entfernt, nur einen kurzen Brückenweg hinüber ins Sportstadion, das schon jede Menge Sportgeschichte schrieb, diverse deutsche Turnfeste sah und nun in ein hypermodernes Überraschungsei umgebaut wird. Das war in der Tat das größte Stadion Deutschlands bis 1994. Es passten offiziell 98.000 Zuschauer hier hinein und es waren dann manchmal doch mehr, über 100.000. Hier hat Fritz Walter sein Jahrhunderttor geschossen, vielleicht erinnert sich der ein oder andere. 2004 wird es fertiggestellt, 2006 wird zum ersten Mal die Fußball-Weltmeisterschaft hier starten, durchstarten, die Bewertungsprobe ist bestanden und 2012 sehe ich schon die Fußballspiele, wie sie hier stattfinden, vor voller Kulisse mit 45.000. Diese Aufnahmen, gemacht zwischen zwei Schneeschauern, entstanden an einer der schönsten grünen Ecken in Leipzig. Eine Industriebrache, die eigentlich darauf wartet, erschlossen zu werden in einer sehr, sehr intakten Natur. Das ist ein wunderschönes Gelände. Übrigens waren es auch einst die visionären Ideen eines Leipziger Unternehmers, die Messestadt auch zu einer Hafenstadt zu machen. Hier wird das Olympische Dorf stehen. An den Kais warten Wassertaxis, die die Sportler zu ihren Wettkampfstätten bringen werden, ohne Staus, ohne Stress. Und das alles zentrumsnah, unter den Augen der Gastgeber, mit den Leipzigern zusammen und gemeinsam. Die ganze Stadt wird olympische Stadt, olympisches Dorf, wenn Sie so wollen, augenzwinkernd gesagt. Wir glauben, dass wir ganz, ganz besonders gut den Gedanken von Jacques Rogge, dem neuen IOC-Präsidenten, umsetzen, nahe, dichte Spiele zu bieten, weg vom Gigantismus, dorthin, wo die Wurzeln des Sportes sind, die friedensstiftende Idee und die Nähe und die Gastfreundschaft wirklich erlebbar wird. Leipzig atmet diesen olympischen Geist. Der Stadt Leipzig und seine ganze Rathausmannschaft singt jetzt der Präsident. Hier kommt Mr. President. Take
Meine Damen und Herren, die steht ganz im Zeichen der 5 Olympischen Ringe und wir wollen Ihnen heute Abend beweisen, dass es wenigstens 5 gute Gründe gibt, die Olympischen Spiele 2012 hierher nach Leipzig zu holen. Wir haben ja schon über kühne Visionen gesprochen und viel davon gehört, aber das alleine, das nützt ja noch nicht viel, das reicht nicht. Aber herausragende sportliche Leistungen hatte die Region und die hat sie bis heute. Hier sind die Damen der Volleyballmannschaft des DSC 1898 aus Dresden. Sportbegeistert, ne? Guten Abend. Herzlich willkommen. So, jetzt nehme ich habe mir das ungefähr so vorgestellt, neben Ihnen zu stehen, wie das jetzt aussieht. Sehe das. Klasse. Was habe ich falsch gemacht im Leben? So, also wenn wir jetzt mal über die sportlichen, ist mir schon angenehmer, wenn wir jetzt mal über die sportlichen Erfolge reden. Wir müssen ja gar nicht weit zurückschauen. Wir müssen nicht in den Gründungsjahren des Clubs anfangen. Wir können uns eigentlich auf die jüngsten Erfolge beschränken. Ich glaube, da gibt es schon eine Menge zu sagen. Tja, wir haben im letzten Jahr einen deutschen Meistertitel, Vizemeistertitel erholt. Und es wurden auch Pokalsieger von Deutschland. Und ich glaube, das Jahr 2002, also das letzte, war auch insofern ein wichtiges, weil ihr wart Gastgeber der Weltmeisterschaft, der Volleyball-Weltmeisterschaft der Damen, ne? Ja, das ist richtig. Und ich war auch eine Teilnehmerin der Nationalmannschaft damals. Und wir hatten ja in Riesa die Zwischenrunde, die wir dort bestreiten konnten und konnte dort die wunderbare Kulisse miterleben in Riesa. Toll. Und da wäre es ja jetzt eigentlich die logische Konsequenz nach der Weltmeisterschaft 2002, Olympia 10 Jahre später. Ja, ich denke schon. Leipzig hatte auch von der Volleyball-WM die Vorrunde und man hat gemerkt, wie sportbegeistert auch die Leipziger sind und wie überhaupt Sachsen sportbegeistert ist. Und ich denke, dass das eine super Veranstaltung wäre und wünsche mir natürlich, dass das nach Leipzig kommt dann am 12. April. Begriffe wie Leben, Lieben, Selbstvertrauen. Das sind Zeilen aus einem Lied von Angelika Milster. Ich kann mir vorstellen, dass die auch gut zu Ihnen passen. Also zu jungen, selbstbewussten Frauen. Wie wichtig ist überhaupt das Selbstbewusstsein oder das an sich Glauben im Sport? Das ist eine eigentlich entscheidende Rolle, weil wir müssen als Mannschaft in uns geschlossen sein und Selbstvertrauen haben auf dem Spielfeld. Gerade dann, wenn es vielleicht nicht so läuft, ne? Wenn man möglicherweise verliert. Ja, also der Zusammenhalt muss in der Mannschaft fest sein. Aber ich denke, trotz des Sports und des großen Engagements im Sport zu leben und lieben, kommt auch nicht zu kurz, oder? Sie sehen zumindest nie so aus. Nein, also ich habe es gelernt in den letzten 10 Jahren,
dich aktiv war in der Bundesliga-Nationalmannschaft, meinen Sport leben und lieben zu lernen und bin durch Höhen und Tiefen gegangen. Und da hat man das teilweise wirklich gut erleben können, was es heißt, also Idealismus im Sport dort zu haben und wie gesagt, den Sport lieben zu lernen. Und außerhalb vom Sport? Verliebt? Ja, ich denke schon, dass wir auch privat alle glücklich sind und verliebt sind. Und es ist mir wichtig, dass ihr auch dafür Zeit habt. Ja, die Zeit ist begrenzt natürlich, da wir sowieso jedes Wochenende unterwegs sind von der Bundesliga her, aber trotzdem sind wir glückliche Mädels. Okay, Sie sehen, selbstbewusste, glückliche Frauen, genau wie Sie. Angelika Milster. Im Leben ist sich selber treu zu sein. Heute geblieben, wer ich bin, weiß ich genau. Alle Tränen, alle Szenen sind ein Teil von mir. Alles geben, das heißt leben, und ich teile es gern mit dir. Wo, wenn nicht hier, meine Damen und Herren, hat der Sport schon immer eine
Tradition. Die ersten Bilder von den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit, 1896 in Athen, die schoss ein sächsischer Hoffotograf. Und er hätte ganz sicherlich seine helle Freude dran gehabt, auch unsere nächsten Gäste abzulichten. Es sind Mitglieder des Leichtathletikzentrums Leipzig. Ja, meine Damen und Herren, von 1900 bis 1920 war Tauziehen eine der aufsehenerregendsten, spektakulärsten olympischen Sportdisziplinen. Wir wollen uns einfach heute mal dran erinnern, so wie das damals, ungefähr so könnte es ausgesehen haben. Ne? Wir haben uns 8 Recken eingeladen und ich habe sie mir vorher schon beschaut, also es ist sehr gerecht. Sie sehen körperlich ungefähr so gewichtsmäßig in der Körperhöhe ungefähr gleich verteilt aus. Ne? So, jetzt sollten Sie richtig anfeuern, ne? So wie wir das dann 2012 hier in Leipzig machen wollen. Wenn ich das Kommando gebe, dann kämpfen Sie mit, meine Damen und Herren. So, euch drücke ich die Daumen, egal wo. So, auf die Plätze, fertig, los! Gratuliere. Also diese Seite, die haben es gesehen, die haben heute ein bisschen besser gefrühstückt. So, Sie werden es nicht glauben. Sie werden es nicht glauben, aber auch Sackhüpfen war mal olympische Disziplin und zwar 1906. Und auch das wollen wir hier nochmal auferstehen lassen. Da, schauen Sie dahin und auch wieder anfeuern. Auf die Plätze, fertig, los! Gemacht erstmal, toll. Ich glaube, ich könnte das nicht mehr, zumindest nicht in den Schuhen. Anna-Maria hat gewonnen. Anna-Maria, herzlichen Glückwunsch erstmal zum Sieg. Wie alt? Ich bin 13. Also ist Sackhüpfen schon eine Weile her? Ja. Kindergeburtstag? Genau. Spielplatz? Ja. Okay. Und das gehört bestimmt auch nicht zu euren Trainingsdisziplinen. Sind natürlich Sportler, kommen wir gleich drauf. Das macht ihr da so nebenbei auch nicht. Nee, so einen Quatsch machen wir nicht. Was ist denn die Lieblingssportart? Also für mich speziell ist es Mehrkampf und ganz besonders liebe ich einen Weitsprung und Stabhochsprung, denn ich bin vor einem Monat, also im Januar, Sachsenmeisterin geworden im Stabhochsprung und im Weitsprung. Dann habe ich einen dritten Platz beim 60-Meter-Lauf und beim Hürdenlauf gewonnen. Und bin bei den Mehrkampfmeisterschaften Vizemeisterin geworden. Und da lassen wir dich hier sackhüpfen. Das ist eigentlich auch ein Ding, oder? Also sind natürlich alle sehr erfolgreich. Könnt ihr euch vorstellen, vielleicht im Jahre 2012 hier in Leipzig aktiv mit dabei zu sein? Ja, auf jeden Fall. Also das wäre das Größte, wenn man dann vor zu Hause, also im Stadion antreten könnte und dann seine Eltern im Publikum sieht und vielleicht auch noch erfolgreich nach Hause geht. Das wäre schon toll. Ja, das ist ein Ziel, das ist Ansporn, oder? Immer schön weiterzumachen, ne? Nicht Sackhüpfen, sondern die anderen anstrengenderen Sachen. Okay, also merken Sie sich die Gesichter, meine Damen und Herren. Vielleicht wird ja Ihnen zu Ehren dann 2012 die Nationalhymne gespielt. Wer weiß, ne? Also viel Glück und danke, dass ihr da wart. Und wenn ich mir jetzt diese 4 jungen Herren anschaue, gucken Sie mal dahin, meine Damen und Herren, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Olympiarekord im Steinstoßen heute hier eingestellt oder sogar verbessert werden könnte. Dieser Olympiarekord ist von 1906, das war in Griechenland und gewonnen hat natürlich ein Grieche, logisch, ne? Aber heute sieht das bestimmt ganz anders aus. Damit Sie alles schön sehen. Und damit auch unsere Kameras alles gut einfangen können, schlage ich vor, Stoßrichtung ist da. Also nicht zu mir, ja? Also da. Meine Herren, alles klar? Sie müssen sich nicht beschweren, wer bei uns in der ersten Reihe sitzt, muss mit allem rechnen.
So, dann würde ich mal das Kommando geben. Was sage ich denn da? Top, der Stoß, der gilt. Oh, ihr werft einige zurück. Das ist ja unglaublich. So, also Sie haben schon gemerkt, meine Damen und Herren. Ganz so ernst meinen wir das dann eben doch nicht. Die Karre muss nicht leer werden, Jungs. Lasst sein. Sie hören nicht auf. Sie hören nicht auf. Also ich sage Ihnen noch, früher waren das natürlich richtige Steine, ne? Nicht so wie bei uns hier. Das softe Programm. Also dass die Zuschauer alle mitmachen, das stelle ich mir gerade bei Olympia vor. Beim Kugelstoßen oder so. Ne? Gut, also von den doch eher älteren Sportarten kommen wir jetzt zu den ganz neuen. Seit dem Jahr 2000, also noch wirklich gar nicht so lange her, da ist Trampolin eine der olympischen Turndisziplinen. Und ob jetzt das Outfit der Sportler vielleicht Einfluss haben könnte auf die Punktwertung, das können Sie, meine Damen und Herren, jetzt einfach mal selber einschätzen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit artistischen Höchstleistungen und mit La Pirata. Thank you.
Und jetzt, liebe Zuschauer, begrüßen wir den Oberbürgermeister von Leipzig, Wolfgang Tiefensee. Hallo. Ja, nur charmante Männer in Leipzig. Mensch, hier bleibe ich. Herr Tiefensee, mit der Idee, die Olympischen Spiele 2012 hier in die Stadt zu holen, da greifen Sie ganz schön gewaltig nach den Sternen, ne? Oh ja, das ist eine kühne Vision, aber wir greifen weniger nach den Sternen, sondern nach den fünf Ringen. Und wenn das weiter so begeistert hier im Publikum in der ganzen Stadt ist, dann ist diese Vision ganz nah. Wir haben die Ringe zum Greifen nah. Das hat ja auch schon eine Menge dafür getan. Also lassen Sie mich so formulieren, fast wie ein Marktschreier haben Sie versucht, diese Idee in die Welt hinauszutragen. Sind Sie heiser? Waren Sie es zwischendurch? Nein, eigentlich nicht. Aber ich wiederhole ganz gern nochmal, was ich immer wieder sage und was ich ganz gern auch heute nochmal unterstreichen möchte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wer es noch nicht glaubt, aber die Olympischen Spiele 2012, die gehören einfach nach Leipzig. Und da gibt's eine Menge gute Gründe. Ich meine, das Nationale Olympische Komitee muss am 12. April entscheiden. Vor allen Dingen im Blick auf das Internationale Olympische Komitee. Da muss die Infrastruktur stimmen, das Olympische Dorf und der Olympiapark und der Transport und was weiß ich nicht alles. Aber wichtig ist, was unterscheidet eigentlich Leipzig von den anderen Wettbewerbern quer über den Globus? Ja. Das ist eine ganze Zum Beispiel Menge, finde ich. Diese Begeisterung. Ja, ja. Hier in dieser Stadt ist der olympische Geist zu Hause. Nicht nur in der Tradition, sondern auch heute noch. Bei den vielen Veranstaltungen sehen wir das. Hier gehört der Sport hin. Hier hat er seine Heimat. Diese Stadt will Gastgeber sein für Spiele, die ganz nahe sind. Wir wollen nicht etwa die großen Weltmetropolen nachäffen, sondern wir haben ein ganz eigenes Gesicht. Mitten in der Stadt finden ganz kompakte Spiele statt, so ganz dicht in der Stadt, in der europäischen Stadt. Aha. Und ich glaube, das können wir sehr gut verkaufen, auch nach außen. Aber summa summarum, das Entscheidende ist, die Menschen hier in Leipzig und drumherum, die wollen diese Spiele und dann wird es auch so werden. Okay, gut. Der Oberbürgermeister hat gesprochen. Herr Tiefensee, Sie haben das Datum selber gesagt. Der 12. April, das ist ja nicht mehr lange hin, ne? Da wird dann entschieden. Wird es Düsseldorf, wird es Frankfurt am Main, Stuttgart, Hamburg oder... Bewerben die sich auch? Ja, ja. Glauben Sie es mir. Ja, man hat mir es erzählt. Ich weiß es aus sicherer Quelle, ja. Aha. Also werden Sie den Abend, die Nacht davor eine schlaflose Nacht haben? Der 12.4. wird ein ganz wichtiger Tag. Den werden wir mit großer Spannung erwarten. Aber wir schlaflos, sind, ja oder nein? Wir sind sehr gut vorbereitet. Schlaflos, ja oder nein? Ich werde gut schlafen, hoffentlich. Ansonsten hätte ich Ihnen empfohlen, machen Sie einfach durch. Bis morgen früh. Ja, bis morgen früh. Gut, so, also, was könnten Sie sich denn vorstellen, Herr Tiefensee? Also, wir drücken Ihnen erstmal logisch die Daumen, da wir alle. Und wir sind an Ihrer Seite, das lassen Sie mich noch versichern. Aber wen könnten Sie sich denn vorstellen bei einer möglichen Eröffnungsveranstaltung 2012 in Leipzig im Stadionrund? Frank Schöbel haben Sie schon gekauft, ne? Ja, der ist schon dabei. Ja. Oh, da würde ich vorschlagen, wir nehmen die Prinzen. Ja. Diese dann in 9 Jahren ergrauten Herren, vielleicht haben sie so einen ähnlichen Haarschnitt wie ich dann. Die färben dann auch noch, ja. Aber da gibt es ein Problem, liebe Carmen. Der aktuelle Song, ja. Chronisch pleite, der passt überhaupt nicht, denn Sie wissen, wir sind weder pleite, wir haben die ganzen Finanzen im Griff. Im Gegenteil, wir werden noch ganz schön Geld vielleicht herausbekommen. Also, wir haben ja auch erst 2003. Wir haben ja auch erst 2003. Ja, ich rede nachher mit den Jungs. Ja? Okay. Wir haben sie eingeladen, die singenden Botschafter aus Leipzig, die Prinzen. Habe keine Koksprobleme, find mich so schon am geilsten. Meine alte Casio-Uhr ist genauer als ne Rolex. Ich hab keine falschen Freunde und keinen gekauften Sex.
ich bin chronisch pleite. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr singt hier chronisch pleite, liegt doch an euch, müsst ihr euch bücken und das Geld aufheben. Machen ist doch alles da. Ihr habt es gehört, euer Oberbürgermeister hat gesagt, also als Olympia-Hymne, als offizielle wäre das Lied eher weniger geeignet. Es ist aber ehrlich. Also ihr seid pleite. Jo. Naja. Wer ist das nicht? Hand hoch. Und mal wieder schwenken hier ins Publikum, alle Hände unten. Ja, also wie gesagt, kein offizieller Olympiasong. Ihr habt ja noch eine Weile Zeit. 9 Jahre, hat er gesagt. Und in der Zeit könnte ja noch was entstehen. Bastelt ihr schon an einer Idee für? Ja, wir haben ja gerade gebastelt eine ganze Weile lang für unsere höchst eigene neue Platte. Die kommt irgendwie morgen in der Woche raus. Und wir haben natürlich auch vor kurzem gebastelt an einem Olympiaspot. Mhm. Das sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Die Platte heißt Monarchie in Germany und der Olympiaspot heißt, wie heißt der eigentlich? Olympiaspot. Olympiaspot. Mensch. Den wollen wir hören. Jetzt so, ja, aus der Kalten. Ja, möchtest du dirigieren, mitsingen? Nee, das könnt ihr viel besser als ich. Möchten Sie dirigieren, meine sehr verehrten Damen und Herren? Hände hoch. Ja. Geht doch. Für Hamburg wird es wirklich hart. Tränen fließen in Stuttgart, Frankfurt und Düsseldorf, wie schade. Leipzig kriegt die Olympiade, weil dann unsere schöne Stadt 5 Ringe und 5 Prinzen hat. Meine Damen und Herren, die Prinzen, vielen Dank. Danke auch. Danke. Ciao. Tschüss. Meine Damen und Herren, Motto des heutigen Abends sind also die 5 guten Gründe, die Spiele 2012 nach Leipzig zu holen. Gab schon so viel Schönes, worüber wir gesprochen haben, so viele tolle Ideen, so viele Visionen. Der alltägliche Sport ist vielleicht noch ein bisschen zu kurz gekommen, aber keine Sorge, das holen wir alles auf, das holen wir alles nach. Zum Beispiel jetzt, wir beobachteten 2 junge, international erfolgreiche Sportler beim Training. Wir haben vorher die Frage gestellt, wann können wir denn kommen? Als Antwort kriegten wir gesagt, oh, jeden Tag. Außer sonntags. Naja, und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und das zeigen wir Ihnen jetzt. Es ist eine der jüngsten olympischen Disziplinen, nämlich Synchronspringen vom Brett. Es kommt schon irgendwie hin. Den größten Teil ihres Lebens haben diese beiden im Wasser verbracht. Na, die Faszination an Wasserspringen ist der Adrenalinkick, den man jedes Mal vom Springen hat, wenn man neue Sprünge lernt oder Sprünge, die noch nicht so sicher sind. Und überhaupt die Drehung. Sagt der 17-jährige Sebastian Heinke. Und dazu volle Konzentration für den anderthalbfach Salto vorwärts gehechtet synchron. Wenn man sich dann noch überwindet und das bewirkt das Adrenalin auch mit, dann ist es doch ein tolles Gefühl, wenn man dann unten heil ankommt und das Herz klopft ziemlich doll und es ist ein schönes Gefühl. Dabei geht der Aufprall aufs Wasser vom 10-Meter-Turm ganz schön auf die Handgelenke. Aber das steckt man weg als mehrfacher deutscher Meister und 5. der Jugendweltmeisterschaft 2000. Ja, ich träume von Olympischen Spielen, weil das ist wirklich der Punkt einer Sportkarriere, den man erreichen kann oder erreichen will, erreichen muss. Ich denke, es lohnt sich wirklich dafür, hart zu trainieren und auch was aus sich zu machen. Und der Ältere, Tobias Schellenberg, der Student der Sozialpädagogik, er ist 24 und er kennt Siegermomente. Zweifacher Europameister und 5 Bester der Welt vom 3-Meter-Brett. In einer Disziplin, die erst seit 2000 olympisch ist. Also die Idee ist für mich als Leipziger eine prima Idee. Am Anfang habe ich gedacht, die haben einen an der Waffel, als sie sowas geplant haben, als ich das erste Mal gehört habe, weil das einfach für mich im ersten Moment nicht vorstellbar war, dass es in so einer relativ kleinen Stadt eine Olympiade durchzuführen, das ist, war für mich nicht nachvollziehbar. Aber so nach und nach, als man so die ganzen Konzepte kennengelernt hat, die ganzen Leute, man sieht, wie viele Leute da dahinter stehen, was das für ein Zusammenhörigkeitsgefühl ist, ist einfach Wahnsinn. Und ich bin echt davon überzeugt, dass wir das packen werden. Ja, und von Tobias Schellenberg, herzliche Grüße. Und von uns an ihn herzlichen Glückwunsch.
zu den hervorragenden Sprüngen bei den Wintermeisterschaften in Aachen. So ein Sportlerleben, meine Damen und Herren, ist hart. Er konnte heute nicht zu uns kommen. Tobias ist schon wieder in Rostock bei Meisterschaften, also bei Wettkämpfen. Aber Sebastian, der konnte heute kommen. Der sitzt bei uns im Publikum. Herzlich willkommen. Und der kann heute Abend einfach mal... Der kann heute mal Training und Konzentration, Anspannung völlig vergessen. Und für die Stars vom Brett gibt es jetzt einen Superstar auf der Bühne aus Italien, Laura Pausini. I can't pretend anymore that I am not affected, I'm not moved. I can lie to myself that I'm not always thinking of you. You make me strong. You show me I'm not weak to fall in love. When I thought I'd never need, now I can't get enough. I always made it on my own. I always thought that I would keep control. You changed everything I live in. Meine Damen und Herren, der ist untrennbar mit der Stadt und mit der Entwicklung der Stadt Leipzig
verbunden. Große deutsche Sportverbände, wie zum Beispiel der Deutsche Fußballbund, der Bund Deutscher Radfahrer, die erlebten hier ihre Geburtsstunde. Und fast zu allen bisherigen Olympischen Spielen der Neuzeit waren es auch sächsische Sportler, die sich mit hervorragenden Leistungen in das Buch der internationalen Sportgeschichte eingetragen haben. Und hinter mir sehen Sie jetzt übrigens nur Namen von Olympiasiegern aus Sachsen. Also ich sage Ihnen, diese Liste komplett und die Sendung wäre um. Erika Zuchholz zum Beispiel war die erste Frau, die einen Flickflack auf dem Schwebebalken machte. Und der Lohn war olympisches Silber 1968 und 1972. Oder der Turner Klaus Köste im gleichen Jahr 1972 bekam er olympisches Gold umgehängt. Und unsere nächsten Gäste, die stehen in der gleichen Tradition. Auch sie sparen weder Anmut noch Mühe. Hier sind Ralf Büchner und Annika Seibel. Heute Abend sage ich jetzt herzlich willkommen, guten Abend, Christa Luding-Rotenburger. Hallo Frau Luding. Sie waren die erste Frau der Welt, die 1988 an Winterspielen und Sommerspielen teilgenommen hat und bei beiden auch noch olympisches Edelmetall mit nach Hause gebracht haben. War das im Nachhinein betrachtet das schönste oder das stressigste Jahr Ihrer sportlichen Karriere? Also es war das schönste Jahr, 1988. Ich konnte drei schöne Erfolge verzieren. Es war erstens die Goldmedaille im Winter und wie gesagt, dann habe ich meinen Trainer geheiratet und im Sommer konnte ich mir dann die Silbermedaille im Radsport abholen. Ja. Aber es war, glaube ich, Gold und Silber, Meisterin. Das wollen wir schon sagen. Ne? Aber ist schon ungewöhnlich. Kommt man nach Hause, hängt die Medaillen vom Eisschnelllauf zwei Stück an so einen Haken und sprintet aufs Fahrrad, um dann später im Sprint noch eine Medaille zu holen. Ist schon außergewöhnlich, ne? Denke schon, ja. Also ich glaube auch, das wird so schnell mir niemand mehr nachmachen, weil ja Olympische Spiele jetzt versetzt sind, nicht mehr im einen Jahr, genau. Sommer und Winter, sondern das ist ja jetzt alle zwei Jahre. Ja.
Heute rechnen Sie, glaube ich, nicht mehr mit Bruchteilen von Sekunden. Ihr Mann hat nämlich ein Fuhrunternehmen in Dresden und ich glaube, da kommt es mehr so auf die Stellen vorm Komma an. Richtig? So kann man das sehen, ja. Ihre beiden Söhne, was haben die denn von der außerordentlich sportlichen Mama so mitbekommen? Also zu meinem Bedauern sind sie nicht so unbedingt für das Eis zu haben, aber im Hinblick auf Olympia 2012, denke ich mal, sind beide in der Leichtathletik, ja, und der Große ist jetzt 13. Vielleicht kann ich sie dann hier als Zuschauer mit begrüßen. Das wäre doch toll. Und Sie sind auch der Meinung, dass Leipzig und Olympia zwei Begriffe sind, die zusammengehören? Ja, auf alle Fälle. Also ich konnte Olympia 5-mal miterleben. Und ich weiß auch, ich war auch viele hier in Leipzig zu Radwettkämpfen und das Publikum war immer so fair und begeistert. Und ich denke, für mich wäre es der größte Wunsch, wenn ich nicht mehr als Sportlerin, sondern als Zuschauer hier in Leipzig mit dran teilnehmen könnte. Das glaube ich. Bei uns in der Show gehört unbedingt die Musik dazu, das wissen Sie sicherlich. Mit welcher Richtung können wir Ihnen denn heute eine Freude machen? Naja, ich glaube, ich bin so aus dem Disco-Alter heraus, aber ich denke, es ist etwas Klassisches, also im Pop-Klassik, das würde mir schon gefallen. Haben wir. Freuen Sie sich auf Erkan, Aki und Inessa. La luce che tu dai, they will find your light, nel cuore resterà, and hold it in our heart, a ricordarci che, when stars go out each night, eterna stella sei, oh, oh, oh. Nella mia preghiera, like shadows fill a day, lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza, ognuno dia una mano sua, vicina, simbolo di pace, di fraternità. Thank you.
zufolge, meine Damen und Herren, sind 30% aller Deutschen dafür, die Olympischen Spiele 2012 hierher nach Leipzig zu holen. Und was sagen die Leipziger selber? Nennen Sie mir noch mal drei persönliche Gründe, warum Sie dafür sind. Da muss ich kurz überlegen. Erster Grund, die Leipziger sind freundlich. Der zweite, die Leipziger sind sportbegeistert. Und der dritte, ich würde mich persönlich darüber freuen. Der Grund ist der, dass Leipzig immer schon sich sehr um Sport gekümmert hat. Es ist immer eine Sportstadt gewesen. Und ich finde es gut, dass jetzt etwas mehr für den Sport noch getan wird, als das bis jetzt der Fall ist. Mhm. Weil Leipzig eine tolle Stadt ist. Super eigentlich, ja. Leipzig, allein mit seiner DFK und seiner sportlichen Vergangenheit, ist sicherlich prädestiniert dafür. Ich bin 72, wenn ich 82 bin, gehe ich noch hin. Finde ich super. Immer begrüße ich das, ja. Wenn ich eine Eintrittskarte kaufe und eine bekomme, bin ich noch begeistert. Ja. Also erstmal denke ich, dass Leipzig als, sage ich mal jetzt ostdeutsche Stadt, Deutschland sehr gut in der Öffentlichkeit, in der Weltöffentlichkeit vertreten könnte. Und also ich glaube, das braucht Leipzig. Und die Welt braucht Leipzig. Weil Leipzig das Größte ist. Olympia ist immer wichtig und immer richtig. Und es kommt darauf an, dass wir in der Welt bekannt werden. Egal, ob das im Sport oder in der Musik ist. Wichtig ist, dass man von uns spricht und dass es auch gute Spiele sind. Ich finde wunderbar. Ich bin absolut dafür. Ich denke mal, das ist auf alle Fälle eine Möglichkeit, sich zu präsentieren. Und mit den Möglichkeiten, die Leipzig hat, da sieht es doch ganz gut aus. Leipzig ist wie keine andere Stadt in der Welt, vielleicht sagen wir mal in Europa und in der Welt, dafür prädestiniert. Wir sind ein Ort der friedlichen Revolution, sind in der ganzen Welt bekannt durch 1989, durch die friedlichen Montagsdemonstrationen, durch den Wechsel in Deutschland. Und Leipzig ist einfach die Stadt. Ja, finde ich gut, weil ich selber mal Leichtathletik gemacht habe und bin eigentlich begeistert, auch was sie jetzt mit dem Stadion machen. Finde ich super. Leipzig ist einfach eine Sportstadt. Ziemlich forsch, was Sie uns da in diesem Film gesagt haben. Dachten Sie, Sie müssen das so sagen, weil eine Kamera an war? Nee, das ist eigentlich meine Überzeugung. Okay, gut. Meine Damen und Herren, ich darf Sie bekannt machen mit Jens Altmann. Er ist Mitglied der deutschen Nationalmannschaft im Standvolleyball und zweifacher Sieger der Paralympics in Sydney und in Atlanta. Herr Altmann, was ist Standvolleyball? Standvolleyball unterscheidet eigentlich im Behindertensport uns vom Sitzvolleyball. Also wir spielen nach ganz normalen Regeln, wie auch die Nichtbehinderten. Entscheidend ist halt bei uns, dass bei uns jeder Spieler behindert sein muss. Wir haben also verschiedene Armbehinderungen, Beinbehinderungen. Ich zum Beispiel spiele mit einem Arm und es geht wunderbar. Unglaublich. Ich hatte gesagt, zweifacher Sieger der Paralympics. Habe ich noch was vergessen? Naja, wir waren auch noch zweifacher Europameister und zweifacher Vizeweltmeister. Das wollen wir doch auch noch sagen, ne? Wie wichtig ist der Sport für Sie, für Ihr Leben? Der Sport ist ein wichtiger Teil meines Lebens und gerade für Leute mit Behinderung ist es natürlich wichtig, ein Ziel zu haben, dass man auch den Leuten zeigen kann, auch behinderte Menschen können im Leben was erreichen. Glauben Sie, dass die behinderten Sportler aus aller Welt, wenn sie denn nach Leipzig kommen, hier gut aufgehoben wären? Also ich denke, Leipzig wird ein guter Gastgeber sein, auch für die behinderten Sportler. Und ich denke, wir werden Sydney vielleicht sogar noch in der Begeisterung übertreffen können. Und wenn ich mal meinen Chef frage, dann werde ich vielleicht mal auch mal ein paar umsonst fahren können. In Ihrem Taxi? Im Taxi, ja. Versprochen. Gut, Herr Altmann, dann machen wir jetzt Musik für Sie. Ja, ich würde mal sagen, wie wäre es mit den Schürzenjägern? Ja, das geht klar. Die sind da. Hier sind die Schürzenjäger. Kurz nach vier, alles, was ich spür, ist meine Einsamkeit. Fühl mich nur noch leer und die vermiss ich sehr, was du wohl grad machst. Noch ein Blick
Gedanke nur hält mich jetzt noch wahr. Morgen früh bin ich bei dir. Morgen früh liegt die Nacht hinter mir. Endlich wieder daheim. Was kann schöner sein? Morgen früh bin ich bei dir. Morgen früh kommt die Sonne zurück. Ich hab diesen Moment. Ich hab diesen Moment. So lang herbei. Roy Orbison, er singt unser Lied. Der Mond ist jetzt zu sehen. Ich glaub, er kann verstehen, wohin mein Herz mich zieht. Morgen früh bin ich bei dir. Morgen früh liegt die Nacht hinter mir. Endlich wieder da. An dieser Stelle wird es, glaube ich, mal Zeit, ein bisschen was über die Aktivitäten des MDR in Sachen Olympia-Bewerbung zu sagen. Also, nicht nur, dass alle Dienstfahrzeuge mit dem großen Leipzig-Logo durch die Gegend fahren, nicht nur diese Show heute Abend, auch das Online-Portal des MDR im Internet unterstützt die Leipziger Olympia-Bewerbung. Unter www.mdr.de findet man jede Menge Informationen über die Leipziger Aktivitäten und natürlich gibt es auch viele, viele Hintergrundinformationen. Tja, nach der Sendung, meine Damen und Herren, können Sie natürlich auch gerne mal ein bisschen im Internet gucken. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit Sport. Und zwar Sport in seiner allerschönsten Form. Hier ist das Deutsche Fernsehballett des MDR. Thank you.
begrüßen wir, meine Damen und Herren, den Paradiesvogel unter den deutschen Schwimmwundern. Bronze in der Lagenstaffel in Sydney. Hier ist Jens Krupper. So, wir bleiben mal gleich beim Internet, über das wir vorhin gesprochen haben. Da haben Sie eine eigene Seite, also ein eigenes Gästebuch. Jawohl. Und da liest man wilde Sachen, sage ich Ihnen, liebe Zuschauer. Ja, da habe ich mir gedacht, klemme ich mir mal heute meine eigenen Fragen und gebe Ihnen mal so eine Kostprobe, was da alles gefragt wird im Internet. Einer steht zum Beispiel, du bist ja mega schnell cool drauf, was auch immer das heißt. Was machst du in deiner Freizeit? Du kannst doch nicht die ganze Zeit im Wasser verbringen. Da macht sich jemand richtig Sorgen. Ja, ist ja schön, dass die Leute sich ein bisschen Sorgen um mich machen, aber in meiner Freizeit versuche ich, sagen wir mal, das Bett etwas zu hüten, ne, um mich auszuruhen und ansonsten mich mit Leuten zu treffen, einen zu ahnen. Ja, eine klare Antwort. Jetzt, die wird schön. Was ist schwerer? Biwak beim Bund oder jeden Tag Training? Ja, also man muss sich das vorstellen, jetzt hat es gerade letzte Woche Biwak, minus 20 Grad und in der Schwimmhalle 30 Grad Wassertemperatur. Das erklärt sich von selbst. Oh, alles klar, alles klar. So, dann steht hier, ich habe dich im Ganzkörperanzug gesehen. Also nicht ich, ja, das steht hier. Und auch in Badehose. Was ist dir lieber? Ja, mir ist der Ganzkörperanzug lieber, aber den Frauen wahrscheinlich die Badehose. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. So, jetzt schreibt ein Fan am 18. Januar, danke nochmal für die Badehose. Also das verstehe ich jetzt nicht. Es war ein männlicher Fan. Ja. Ist das jetzt so wie beim Fußball, Trikottausch oder so? Das würde sich bestimmt sehr witzig anschauen, wenn wir das in der Schwimmhalle direkt so nach dem Rennen tauschen wir die Badehose. Nee, es war einfach das Problem. Wir waren schwimmen und er hatte keine Badehose und ich hatte ein paar mehr dabei. Habe ich was abgegeben. Das verstehen wir jetzt. So. Und noch eine. Da schreibt jemand, hallo Jens, was machst du im Sommer 2012? Also die Frage erklärt sich, glaube ich, auch von selbst. 2012 nach Leipzig fahren, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall habe ich da auch noch jemand mit dabei, und zwar mein Bürgermeister aus Riesa, Wolfgang Köhler. Der hatte ja die ganze Idee am Anfang. Mhm. Und ja, dann werden wir uns das anschauen. Oder ich fange vorher an, nochmal zu trainieren und vielleicht nehme ich dann nochmal dran teil. Oh, das ist gut, ne? Ich gebe ja zu. Diese letzte Frage, die war frei erfunden. Ja, die ist von uns, aber er hat gut geantwortet. So haben wir ein bisschen was erfahren. Klasse. Ja. So, wann ist denn der nächste Wettkampf? Wann geht es wieder ins 30 Grad warme Wasser? Ja, ich war die Woche schon mal. Am Wochenende probierst du hier sogar in Leipzig, in der Mainzer Straße, in der Unischwimmhalle. Ist ein kleiner Wettkampf und da werde ich mal testen, was der Bund so mir Gutes getan hat. Dann drücken wir einfach einen Daumen und wir wünschen Siegertreppchen ganz oben. Auf jeden Fall. Dankeschön, Jens Krupper. Tschüss. Danke, tschüssi. Mit einer Wasserdarbietung können wir natürlich hier im Studio jetzt nicht dienen, aber wir bleiben sportlich mit den fliegenden Sachsen.
Die fliegenden Sachsen, an denen hätte ganz sicherlich auch Turnvater Jahn seine helle Freude gehabt. Tja, Tradition, sein Name als ein Beispiel für Leipzig als Keimzelle des deutschen Sports. Der zweite Grund, die Spiele hierher nach Leipzig zu holen, ist sicherlich der, dass die Architekten hier jede Menge Platz fänden, ihre kühnen Ideen zu verwirklichen und das Ganze dann auch noch in Zentrumsnähe. Der dritte olympische Ring, der wird reserviert für Leipzig als weltberühmte Kulturstadt. Der vierte Ring, der steht für Leipzig als eine Stadt der Völkerverständigung. Und das sicherlich nicht nur deswegen, weil wir hier eine 800-jährige Messetradition haben, sondern gerade die jüngste Geschichte hat Leipzig ja den weltweiten Ruf als Freiheitsstadt eingebracht. Fünf Gründe für Leipzig, das sollten heute in dieser Show die fünf olympischen Ringe symbolisieren. Einer fehlt jetzt noch und ich glaube, das sind die Leipziger selber. Denn sie wären mit ihrer sprichwörtlichen Leipziger oder sächsischen Gemütlichkeit ganz bestimmt nicht nur tolle Gastgeber. Ich glaube, sie wären auch das sportbegeistertste Publikum, was man sich vorstellen kann. Show, in der es um Sport, um schöne Menschen, um viel Musik und um eine wundervolle Stadt geht, die sich um die Olympischen Spiele 2012 beworben hat. Dazu gehört natürlich jetzt auch noch was Hymnisches. Und ich denke mal, der Titel, der ist Programm. O Fortuna, die Opera Babes.
Tradition hier mehr als ein Dutzend Mal Turnfeste stattfanden. Ob Johann Sebastian Bach, der seine Turmaner auch immer zu sportlicher Ertüchtigung ermahnte. Ich bin sicher, Sie hätten die Spiele hier in Leipzig gewollt. Hier stand die erste Fabrik für Turngeräte in Deutschland. Hier machten Sportwissenschaftler und Trainer aus über 100 Ländern der Welt ihr Diplom. Und einige von ihnen gehören heute zu den wichtigsten Sportmanagern ihres Landes. Also, es geht nichts über Leipzig. Die Spiele gehören hierher. Wir drücken die Daumen und ich sage sportfrei. Musik.